Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich zu dieser Veranstaltung. Ich bin diese Massen nicht gewohnt. Also ich kann jetzt nur werben für die Theologie. Da sind die Lehrräume nicht so überfüllt. Da haben Sie eine sehr direkte und intensive Betreuung. Frank hat schon angedeutet, um die Frage zu diskutieren, was von dem, was technisch möglich ist, ist wirklich auch moralisch vertretbar. Da habe ich ein Beispiel mitgebracht, das vor einiger Zeit sehr intensiv in Deutschland diskutiert wurde und eigentlich immer noch auch Diskussionsgegenstand ist. Ich werde Ihnen also diese neue Technik kurz vorstellen. Kann ich Ihnen nicht ersparen, zumindest die grundlegenden Vorgänge vorzustellen. Dann will ich der Frage nachgehen, ob durch diese Präimplantationsdiagnostik, die seit 2011 in Deutschland zugelassen ist, bedeutet, dass wir letztlich den Menschen verfügbar machen. Dem will ich das christliche Menschenbild gegenüberstellen. Dann zeigen, dass man nicht nur auf der Ebene des christlichen Menschenbildes hier kritisch dieser neuen Technik gegenüberstehen kann, sondern das durchaus auch mit Überlegungen zur Menschenwürde verbinden kann. Und schließlich, ganz kurz, will ich darauf eingehen, dass es sehr wohl auch aus der Perspektive der Moraltheologie Techniken gibt, Zusammenhänge gibt, in denen man eine Güterabwägung vornehmen kann. Die Frage ist nur, ob es auch der Embryo ist, den man einer Güterabwägung unterziehen kann. Das ist das, was ich vorbereitet habe. Jetzt zunächst zur Präimplantationsdiagnostik bzw. überhaupt zu dem Umstand, dass wir eben immer mehr technisch können und dadurch sich neue ethische Fragen stellen, die sich in der Vergangenheit gar nicht gestellt haben. Vergangene Generationen mussten die Frage, wie gehen wir mit dem Embryo um, nicht entscheiden, weil denen der Embryo gar nicht zugänglich war. Wir haben jetzt verschiedene Techniken, mit denen uns der Embryo zugänglich ist, wir über den Embryo verfügen können. Und von daher müssen wir die Frage entscheiden und klären, ob wir das wollen und ob das zulässig sein soll. Ein anderes Beispiel, das zeigt, wie weit die Technik in dem Zusammenhang schon ist. Ich gehe zurück auf Mai 2010. Damals hat Craig Venter für großes Aufsehen gesorgt, weil es ihm gelungen ist, künstlich Leben zu schaffen. Also, das war zwar nur ein Bakterium, aber dieses Bakterium hat er tatsächlich Stück für Stück im Labor zusammengebaut. Und das macht nochmal deutlich, wie sehr unsere klassischen Unterscheidungen zwischen natürlich, technisch, durch den Fortschritt, durch die Entwicklung der Technik zunehmend fragwürdig werden und schwieriger werden. Jetzt zur Technik der Präimplantationsdiagnostik. Die Präimplantationsdiagnostik läuft folgendermaßen ab. Es wird eine künstliche Befruchtung durchgeführt. Das heißt, zunächst werden durch die Hormonbehandlung bei der Frau mehrere Eier gewonnen. Und die werden dann künstlich befruchtet im Reagenzglas. Und dann hat man mehrere Embryonen. Jedem dieser Embryonen kann man eine Zelle entnehmen und aus dem Zellkern das Erbgut isolieren. Und dieses Erbgut kann man dann auf bestimmte Krankheiten hin untersuchen. Man kann also das Erbgut des jeweiligen Embryos daraufhin untersuchen, ob er die Erbkrankheit, von der man vermutet, dass die Eltern diese Krankheit an ihre Kinder weitergeben, ob der die mitbringt. Stellt man fest, dass er diese Erbkrankheit nicht hat, dann wird dieser Embryo der Frau übertragen und dann trägt sie ihn aus. Stellt man fest, dass dieser Embryo genau diese Erbkrankheit mitbringt, diese genetische Veränderung, dann wird er nicht eingepflanzt und er wird weggeworfen.
In der Öffentlichkeit wird diese Diskussion immer wieder sehr kontrovers geführt und nicht immer in der notwendigen Differenziertheit. Das zeigt sich auch an diesem Schaubild, das ich jetzt mitgebracht habe, denn bei diesem Schaubild wird nur unterschieden zwischen A gesund und B krank. Und da zeigt sich schon eine dieser Verkürzungen in der öffentlichen Diskussion, denn so wurde die Präimplantationsdiagnostik tatsächlich von Befürworterinnen und Befürwortern verteidigt. Ja, dann hat man die Gewissheit, dass das Kind gesund wird. Die hat man nicht. Also streng genommen müsste man unter A schreiben, man hat die Sicherheit darüber, dass er eine bestimmte Krankheit nicht mitbringt. Aber ob er gesund wird, ist damit noch lange nicht gesagt. Ich habe Ihnen noch Bilder mitgebracht, damit man das so ein bisschen mal vor Augen hat, wie das technisch vor sich geht. Mein Vorstellungsvermögen übersteigt das bei weitem. Schon allein den Umstand, dass man einem Embryo eine einzelne Zelle entnimmt. Wenn man sich vorstellt, dass der Embryo kleiner ist als ein Punkt, den Sie setzen, wenn Sie jetzt gerade schreiben. Und dass dann noch bei dieser Zelle das Erbgut auf bestimmte Veränderungen hin untersucht wird, dann ist das wirklich etwas, was man sich als Nichtfachmann kaum vorstellen kann. Aber so sieht das dann auf jeden Fall aus. Und jetzt will ich das zunächst diskutieren. Zweifellos verfolgt man mit dieser Präimplantationsdiagnostik ein moralisches Anliegen. Die Absicht ist, Paaren, die tragischerweise an ihre Kinder eine schlimme Erbkrankheit weitergeben, Kinder zu ermöglichen, die diese Erbkrankheit nicht haben. Es gibt Krankheiten, die bei den Eltern nicht auftreten, die aber durch die Kombination des Erbgutes bei den Kindern dann mit hoher Wahrscheinlichkeit ausbrechen. Und für diese tragischen Fälle wäre die Präimplantationsdiagnostik eine Lösung. Bei diesen Fällen kann man nämlich, wie ich es jetzt gerade vorgestellt habe, durch eine künstliche Befruchtung diese Embryonen hervorbringen und dann von der Frau nur Embryonen austragen lassen, bei denen durch die Präimplantationsdiagnostik klar geworden ist, dass die diese Erbkrankheit nicht mitbringen. Das sind zum Teil, das will ich auch gar nicht verharmlosen, das sind zum Teil wirklich ergreifende Schicksale, die da dahinter stehen. Ja? Eltern, die schon Kinder hatten und zugucken mussten, wie diese Kinder eigentlich vom ersten Tage an einer schlimmen Krankheit gelitten haben und dann relativ schnell gestorben sind. Dass man dieses Leiden verhindern will, dass man diesen Menschen helfen will, ist mit Sicherheit ein moralisches Anliegen. Jetzt will ich mir kurz die Argumente anschauen, die von den Befürworterinnen und Befürwortern formuliert werden. Zunächst wird darauf hingewiesen, dass man die Durchführung dieser Präimplantationsdiagnostik, also die Verfügung über Embryonen, ja, das ist ein Problem, das ist allen klar, aber bei Befürworterinnen und Befürwortern findet man das Argument, dass man diese Verfügung über den Embryo, über menschliches Leben, sehr streng eingrenzen kann. Über Indikationen. Dem muss man allerdings kritisch entgegenhalten, dass wir beispielsweise in den Vereinigten Staaten, wo die Präimplantationsdiagnostik schon wesentlich länger praktiziert wird, sehen kann, dass dieser Versuch über Indikationen die Anwendung der Präimplantationsdiagnostik einzugrenzen nicht gelungen ist. In einer sehr schnellen Entwicklung wurde das aufgesprengt und in einigen Fällen ist das jetzt schon zu einer Routinemaßnahme in den Vereinigten Staaten geworden. Also diese strenge Eingrenzung über die Indikation ist das als Argument anzuführen, ist fragwürdig. Hinzu kommt,
dass die Befürworterinnen und Befürworter sagen, mit diesen Indikationen, mit dieser sehr strengen Einschränkung der Anwendung, will man verhindern, dass die Präimplantationsdiagnostik zu eugenischen Zwecken eingesetzt wird. Ja, Eugenik, schrillen bei uns immer vielleicht die Alarmglocken zurecht. Wir haben eine sehr leidvolle und unsägliche Geschichte, was die Eugenik angeht. Und insofern ist es durchaus berechtigt, sehr sensibel zu reagieren, wenn die Eugenik droht. Wenn man allerdings sagt, wir versuchen Eugenik dadurch zu verhindern, dass wir strenge Indikationen formulieren, dann muss man realisieren, dass schon indem ich Indikationen formuliere, ich eine gewisse Eugenik verfolge. Ja, ich sage, bestimmte Krankheiten wollen wir nicht. Menschen mit bestimmten Krankheiten wollen wir nicht. Also eigentlich kann ich mit Indikationen nicht Eugenik verhindern, sondern ich formuliere bereits eugenische Kriterien. Ein anderes Argument, das in diesem Zusammenhang immer wieder in der öffentlichen Diskussion eine Rolle spielt, ist die Analogie zur Pränataldiagnostik. Pränataldiagnostik wird in der Schwangerschaft durchgeführt, pränatal vor der Geburt, und die geläufigste Diagnosemaßnahme kennen Sie alle, das ist der Ultraschall. Man versucht jetzt aus der Zulässigkeit der Pränataldiagnostik, die Pränataldiagnostik ist moralisch nicht strittig, aus der Zulässigkeit der Pränataldiagnostik abzuleiten, dass dann die Präimplantationsdiagnostik auch zulässig sein sollte. Nochmal zum technischen Unterschied. Bei der Präimplantationsdiagnostik bringt der Arzt oder die Ärztin erstmal einen Embryo hervor und untersucht ihn auf bestimmte Krankheiten. Und wenn er diese Krankheiten mitbringt, dann wird er verworfen. Bei der Pränataldiagnostik sieht das anders aus. Bei der Pränataldiagnostik wird der Arzt mit einer bestehenden Schwangerschaft konfrontiert und wenn er dann eine Krankheit oder eine Behinderung am Embryo feststellt, dann ist er insofern nicht dafür verantwortlich, als er diese Schwangerschaft nicht hervorgebracht hat. Das ist ein zentraler Unterschied zur Präimplantationsdiagnostik. Der Versuch, daraus ein Argument zu machen, läuft so, dass man sagt, die Pränataldiagnostik ist zulässig. Und wenn in der Pränataldiagnostik festgestellt wird, dass das Kind eine Behinderung mitbringt, das Bedrohung für Leib und Leben der Mutter darstellt, dann kann ein Schwangerschaftsabbruch durchgeführt werden. Warum also nicht das Ganze nach vorne verlegen? Das zentrale Gegenargument verweist darauf, dass beide Techniken aber ganz unterschiedliche Absichten verfolgen. Also ich kann es auch ein bisschen schärfer formulieren. Diejenigen, die daraus versuchen, ein Argument für die Präimplantationsdiagnostik zu machen, verschweigen, dass beide Techniken ganz unterschiedliche Ziele verfolgen. Bei der Präimplantationsdiagnostik ist es offensichtlich. Wenn ich, bevor der Embryo überhaupt der Frau übertragen wird, diese Diagnostik durchführe, dann mit dem Ziel auszuwählen unter den Embryonen, welcher davon kommt in Frage und welcher nicht. Und man darf, glaube ich, in diesem Zusammenhang auch das vorbelastete Wort der Selektion anwenden. Ja, hier, die Zielrichtung der Präimplantationsdiagnostik ist die Selektion. Das ist bei der Pränataldiagnostik anders. Leider Gottes hat sie sich in den letzten Jahren tatsächlich so entwickelt, dass ein Automatismus fast schon üblich geworden ist. Wenn mit der Pränataldiagnostik eine schlimme Behinderung des Kindes festgestellt wurde, dann war ein Schwangerschaftsabbruch naheliegend. Dieser Automatismus ist allerdings von der Pränataldiagnostik her nicht angezielt. Die Pränataldiagnostik, so wurde sie zumindest zu Beginn diskutiert,
dient in erster Linie dem Wohl des Kindes. Ja, man kann dann, wenn man bestimmte Krankheiten feststellt, unter Umständen bereits während der Schwangerschaft therapeutisch eingreifen. Das können wir leider erst nur bei wenigen Krankheiten, aber das ist eines der Ziele der Pränataldiagnostik. Oder sie verhilft dazu, dass sich die Eltern eben auf die Krankheit des Kindes einstellen können. Das heißt, das eigentliche Ziel der Pränataldiagnostik ist das Wohl des Kindes. Das eigentliche Ziel der Präimplantationsdiagnostik ist Selektion. Angesichts dessen verbietet es sich, eine Analogie herzustellen zwischen diesen beiden Techniken, um zu sagen, wenn ihr die Pränataldiagnostik zugelassen habt, dann müsstet ihr die Präimplantationsdiagnostik auch zulassen. Das ist nicht überzeugend. Das dritte Argument, das in diesem Zusammenhang immer wieder auftaucht, formuliert einen Wertungswiderspruch in unserem Rechtssystem. Hier wird gesagt, es ist doch ein Widerspruch, wenn mit dem Paragraphen 218 ein Schwangerschaftsabbruch in Deutschland möglich ist, glaubt es noch nicht, aber möglich ist schon. Während auf der anderen Seite das Embryonenschutzgesetz den Embryo fast total schützt. Widerspricht sich das? Auf den ersten Blick sieht es tatsächlich so aus, als ob das eigentlich nicht zueinander passen sollte. Es ist jedoch deshalb kein Widerspruch, weil die Zulassung des Schwangerschaftsabbruchs in Paragraphen 218 keine Einschränkung der Menschenwürde des Kindes bedeutet. Durch den Paragraphen 218 wird nicht die Menschenwürde des Kindes eingeschränkt, abgewogen. Durch den Paragraphen 218 verzichtet der Staat lediglich darauf, in ganz bestimmten Fällen den Anspruch auf Menschenwürde, den das Kind durchaus hat, durchzusetzen. Das heißt, der Staat sagt auch in § 218, auch dieses Kind hat eine kategorische Menschenwürde. Wenn wir dort trotzdem einen Schwangerschaftsabbruch zulassen, dann nur, weil wir in dieser komplizierten Situation die Menschenwürde des Kindes nicht gegen den Willen der Mutter durchsetzen können. Dann ergibt sich kein Widerspruch zur Präimplantationsdiagnostik oder zu dem Umgang mit dem Embryo. Denn da kann der Staat die Würde des Embryos schützen und er sollte das auch tun. Also ich kann an dieser Stelle nicht mit einem Wertungswiderspruch in unserem Rechtssystem argumentieren. Die zentrale Frage aber bleibt, wie gehen wir mit dem Embryo? Sollen wir eine Güterabwägung vollziehen können, indem wir den Embryo gegen andere Güter abwägen und sagen, um eines anderen Gutes willen dürfen wir über den Embryo verfügen? Das ist bei der Präimplantationsdiagnostik der Fall. Um des Gutes willen, das ich vorher schon formuliert habe, um diesen Paaren gesunde Kinder zu ermöglichen, soll über die Embryonen verfügt werden, die durch die künstliche Befruchtung hervorgebracht werden. Bei der Präimplantationsdiagnostik liegt also eine Güterabwägung vor. Was wir entscheiden müssen angesichts dieser neuen Technik ist, wollen wir diese Güterabwägung oder wollen wir, dass der Embryo unantastbar bleibt? Dafür ist wichtig, dass wir unterscheiden zwischen Verfügungswissen und Orientierungswissen. Verfügungswissen ist technisches, naturwissenschaftliches Wissen. Aus dem technischen, naturwissenschaftlichen Verfügungswissen ergibt sich nicht,
wie wir dieses technische Wissen anwenden sollen und wollen. Das ist eine Frage auf einer ganz anderen Ebene. Das ist eine Frage auf der Ebene nach der moralischen Orientierung. Das gilt auch hier. Allein durch die technische Verfügbarkeit beantwortet sich nicht die Frage, ob wir das auch wirklich wollen. An der Stelle ist vielleicht relativ abstrakt diese Unterscheidung zwischen Verfügungswissen und Orientierungswissen. Ein anderes Beispiel, wo das vielleicht anschaulicher ist und wo es auch jahrzehntelang in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, ist die Atomenergie. Seit wir diskutieren, ob die Atomenergie zu friedlichen Zwecken eingesetzt werden soll, zur Energiegewinnung eingesetzt werden soll, ist in der Diskussion immer wieder präsent die Frage nach die Frage an die Physikerinnen und Physiker, sollen wir das oder sollen wir das nicht tun? Sogar Dokumente der Deutschen Bischofskonferenz ziehen sich darauf zurück, dass sie sagen, ja, letztlich müssen das eigentlich die Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler entscheiden, die wissen das besser. Das ist falsch. Ob wir dieses Risiko eingehen wollen, ist keine naturwissenschaftliche Frage, sondern ist eine, die wir auf der Ebene des Orientierungswissens beantworten müssen, auf der Ebene dessen, ob wir das, was technisch möglich ist, auch wollen. Und genau diese Frage diskutieren wir auch in Bezug auf diese neuen Techniken der Biomedizin, eben auch in Bezug auf die Präimplantationsdiagnostik. Soweit die Technik und die speziellen Fragen, die sich im Zusammenhang mit der Präimplantationsdiagnostik ergeben. Wenn in dem Zusammenhang die Präimplantationsdiagnostik befürwortet wird, also diese Verfügbarkeit gerechtfertigt wird, wie wird dann argumentiert? Zunächst einmal findet sich das hauptsächlich in dem Zusammenhang der Nutzenethik oder auch des Utilitarismus. Das heißt, wenn ich eine Ethik vertrete, die hauptsächlich vom Nutzen her argumentiert, dann ist es in dem Zusammenhang relativ einfach zu sagen, angesichts des Nutzens, der durch die Verfügbarkeit über den Embryo möglich ist, angesichts dieses Nutzens ist es gerechtfertigt, über den Embryo zu verfügen. Dann vertrete ich einen relativen Menschenwürdebegriff. Ich sage, der Embryo ist zwar Mensch, aber ihm steht erst eine Würde zu, wenn er bestimmte empirische Eigenschaften mitbringt. Würde steht ihm also relativ zu bestimmten Eigenschaften zu. Dann muss ich eine Zäsur nennen können. Ich muss sagen können, in der Entwicklung des Embryos gibt es einen Punkt, ab dem hat er diese Eigenschaften, ab dem steht ihm diese Menschenwürde zu, vorher nicht. Das heißt, ich trenne zwischen reinem biologischen Menschsein und Personsein. Hier wird dann folgendermaßen argumentiert, der Embryo ist von Anfang an Mensch, biologisch ist das nicht zu leugnen, aber allein weil er Mensch ist, allein dieses biologische Faktum genügt noch nicht, ihn unter den Schutz der Menschenwürde zu stellen. Er muss erst bestimmte Eigenschaften mitbringen, dann steht er unter dem Schutz der Menschenwürde. Und für diese Zäsur, für den Punkt, ab dem menschliches Leben dann auch wirklich unter dem Schutz der Menschenwürde stehen soll, werden ganz unterschiedliche Zeitpunkte diskutiert. Die extremste Position sagt, dass
der Mensch eigentlich erst ab der Geburt, weil erst da ist er wirklich Mitglied der Rechtsgemeinschaft, erst ab diesem Zeitpunkt hat er den Anspruch auf Menschenwürde. Vorher darf über ihn verfügt werden. Dass das ein relativ willkürlicher Zeitpunkt ist, ist, denke ich, sehr eindeutig. Ja. Bekanntlich halten sich Kinder nicht an Geburtstermine. Das heißt, da gibt es einen Spielraum. Und von diesem heute oder morgen abhängig zu machen, ob dieser Mensch unter dem Schutz der Menschenwürde steht, ist zumindest angesichts dieser Bedeutung der Menschenwürde unangemessen. Ein anderer Zeitpunkt, der in diesem Zusammenhang diskutiert wird, ist die Ausbildung des Gehirns. Und da wird folgendermaßen argumentiert, man sagt, was muss der Mensch denn mitbringen, um wirklich als Person aktiv sein zu können? Was gehört ganz essentiell zum Menschsein dazu? Vernunft und freier Wille. Die materielle, empirische Mindestbedingung für Vernunft ist das Gehirn. Also, dann kann ich doch an die Entwicklung des Embryos herangehen und schauen, ab welchem Zeitpunkt bilden sich die Strukturen für das Gehirn heraus. Und da setze ich eine Zäsur und sage, vorher ist er nur Mensch, ab da behandeln wir ihn wie eine Person. Das Problem an dieser Zäsur besteht darin, dass die Embryologie, wenn sie zeigen will, wenn sie deutlich machen will, dass die Entwicklung des Embryos kontinuierlich läuft, ohne Brüche läuft, ohne Sprünge läuft, gerade mit der Herausbildung des Gehirns arbeitet, weil das klassische Beispiel dafür ist, dass die Entwicklung des Embryos ohne Zäsuren abläuft. Man kann am besten bei der Entwicklung des Gehirns zeigen, dass selbst die biologische Entwicklung des Embryos ohne Sprünge und ohne Zäsuren abläuft. Also schon von daher finde ich das wenig überzeugend, dann zu versuchen, hier irgendwie eine Zäsur zu setzen. Dass letztlich auch dieser Versuch willkürlich ist, zeigt sich daran, wenn man dann diese Befürworterinnen und Befürworter fragt, ja, welchen Tag? Gut, ihr wollt eine Zäsur, also nennt einen Tag. Dann werden ganz verschiedene Zäsuren genannt. Von 50. Tag bis 70. Tag. Und schon das zeigt, dass man mit diesem Versuch bei der Herausbildung des Gehirns eigentlich nicht wirklich eine überzeugende Zäsur setzen kann, sondern auch das letztlich willkürlich bleibt. Und auch hier gilt, man sollte eine so entscheidende Kategorie wie Menschenwürde nicht von einer willkürlichen Grenzziehung abhängig machen. Eine weitere Zäsur, die in diesem Zusammenhang diskutiert wird, ist die Nidation. Also wenn sich dann der Embryo etwa zwischen dem 10. und 14. Tag in die Gebärmutter einnistet. Und an der Stelle wird so argumentiert, dass man sagt, ab der Nidation ist eine Mehrlingsbildung ausgeschlossen. Vorher ist eine Mehrlingsbildung möglich. Wenn bis dahin eine Mehrlingsbildung, eine Zwillingsbildung möglich ist, dann ist der Embryo bis dahin kein Individuum. Wenn er kein Individuum ist, dann ist er noch weniger Person in dem Sinne, wie wir das jetzt gerade zur Grundlage gemacht haben. An der Stelle ist es tatsächlich am schwierigsten, kritisch darauf Bezug zu nehmen. Aber auch hier muss man sagen,
kann man eine so entscheidende Kategorie wie Menschenwürde davon abhängig machen, dass der Embryo sich nicht unserer Vorstellung von Individuum fügt, dass er nicht dazu passt, vielleicht ist es auch einfach ein begriffliches Problem. Und man kann dem auch entgegensetzen, warum soll der Embryo in der Phase, in der eine Mehrgeschlechtsbildung noch möglich ist, qualitativ weniger sein als nach der Nidation? Auch das ist eine berechtigte Anfrage an diesen Versuch, eine Zäsur zu setzen. Und auch hier gilt letztlich, solange wir keine Sicherheit haben, dass der Embryo vor der Nidation keine Person ist, sollten wir angesichts des Gewichts, worum es geht, um den Würdeanspruch, an der Stelle nicht mit einer Zäsur arbeiten, die zumindest nicht eindeutig ist. Wenn ich aber in dieser Weise den Embryo verfügbar mache, mit diesen Zäsuren arbeite, Menschsein und Personsein unterscheide, dann gebe ich das kategorische Tötungsverbot auf, dann gibt es kein kategorisches Tötungsverbot mehr und es gibt keine Unantastbarkeit des Menschen. Denn ob der Mensch tatsächlich unter der Menschenwürde steht, entscheidet sich an empirischen Eigenschaften. Ich habe Ihnen ein Zitat mitgebracht, in dem das sehr deutlich wird. Norbert Hörster ist ein Rechtsphilosoph, mittlerweile im Ruhestand. Der hat unter anderem diese Position vertreten, dass er sagt, ab der Geburt Menschenwürde, vorher nicht, vorher die Verfügbarkeit über den Embryo und den Fötus. Und das Zitat zeigt, finde ich sehr schön, inwiefern hier tatsächlich bestimmte Bedingungen formuliert werden und wenn der Mensch diese Bedingungen erfüllt, steht er unter dem Schutz der Menschenwürde, wenn nicht, dann nicht. Das Vorhandensein eines Überlebensinteresses setzt voraus, und jetzt kommt es, dass das Individuum irgendwelche beobachtbaren Verhaltensweisen zeigt, aus denen sich auf ein Überlebensinteresse schließen lässt. Wenn ich keine empirischen Nachweise dafür habe, dass dieses Wesen ein Überlebensinteresse hat, dann kann ich darüber verfügen. Oder bei dem Klassiker in diesem Zusammenhang, der, auch wenn er jetzt schon länger nicht mehr so in der Öffentlichkeit auftritt, immer noch in diesem Zusammenhang kritisch behandelt wird, diskutiert wird, Peter Singer. Peter Singer macht Personsein abhängig davon, dass Rationalität vorhanden ist, dass dieses Wesen ein Bewusstsein von sich selbst hat und dass es seine Interessen bekunden kann. Das heißt, dass es zeigt, dass es eine Vorstellung hat von der eigenen Zukunft. Sind diese Eigenschaften nicht vorhanden, dann darf ich über dieses Lebewesen verfügen. Offensichtlich sind diese Eigenschaften beim Embryo nicht vorhanden. Wie sieht das vom christlichen Menschenbild her aus? Ich habe Ihnen das Zitat eines zentralen Inhalts des christlichen Menschenbildes mitgebracht. Jüdisch-christlich an der Stelle, die biblische Aussage zur Gottebenbildlichkeit. Lasst uns Menschen machen als unser Abbild uns ähnlich. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau. Was folgt aus dieser Gottebenbildlichkeit? Zunächst einmal folgt aus dieser Gottebenbildlichkeit, dass der Mensch einen Sonderstatus hat, eine Sonderrolle. Das wird über kein anderes Lebewesen ausgesagt.
Diese Sonderrolle bezieht sich auch auf seine zentralen Eigenschaften Vernunft und Freiheit. Weil der Mensch Ebenbild Gottes ist, ist er ein Wesen, das Vernunft und Freiheit mitbringt. Eine andere christliche Aussage, in der diese Hochschätzung des Individuums, des einzelnen Menschen deutlich wird, ist die Inkarnation. Wenn Gott Mensch wurde, und zwar so konkret Mensch wie Sie und ich, dann ist das in seiner Hochschätzung des einzelnen Menschen vermutlich gar nicht mehr zu toppen. Was gehört noch zum christlichen Menschenbild? Ein Bewusstsein von der Endlichkeit des Menschen. Angesichts des technischen Fortschrittes stellt sich permanent das Problem, dass wir das ausbalancieren. Unser Fortschrittsdenken, das, was uns die Technik verspricht, was alles machbar ist, und gleichzeitig die Erkenntnis, dass sich die grundsätzliche Endlichkeit des Menschen nicht auflösen lässt. Hier besteht immer wieder die Gefahr, dass man das in die eine oder in die andere Richtung einseitig auflöst. Also in die eine Richtung, dass man sagt, der Fortschritt ist von sich her gut. Alles, was er bringt, alles, was technisch machbar ist, verbessert die Situation des Menschen. Andererseits, die andere Einseitigkeit, die wir allerdings auch häufig erleben, ist, dieses Verhältnis von Fortschrittsdenken und Endlichkeit auf der anderen Seite aufzulösen. Zu sagen, an dem Leiden kann man nichts ändern. Das Leiden gehört zum Menschen. Auch diese Einseitigkeit müssen wir vermeiden. Entscheidend angesichts der Endlichkeit des Menschen ist es, hier diese beiden Größen, technischer Fortschritt und Endlichkeit des Menschen, immer in einer wechselseitigen Korrektur einzusetzen. Wir dürfen uns nicht mit dem Leiden abfinden, dafür haben wir die Technik und dafür dient uns die Technik, aber wir dürfen uns auch mit der Technik nicht vormachen lassen, dass alles machbar wäre, dass das Leiden grundsätzlich beseitigbar wäre. Ein weiteres Element, das jetzt konkret auch in Bezug auf die Präimplantationsdiagnostik eine entscheidende Rolle spielt, ist die unbedingte Annahme jedes einzelnen Menschen. Auch das ist eine zentrale Aussage des christlichen Glaubens. Jeder einzelne Mensch ist von Gott geliebt und anerkannt. Das hat jetzt auch grundsätzlich noch einmal eine wichtige Funktion gegenüber der Vorstellung der puren Machbarkeit und der Technisierung. Das hat aber auch in Bezug auf die Gentechnik die Korrekturfunktion, dass wir diese unbedingte Annahme jedes einzelnen Menschen nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Und das sage ich jetzt bewusst in Bezug auf die Präimplantationsdiagnostik. Wenn die Präimplantationsdiagnostik durchgeführt wird, und es dann zu der Auswahl von bestimmten Embryonen kommt, die eine Krankheit eben nicht mitbringen. Die Frau trägt diesen Embryo aus. Wird diesem Kind wirklich vermittelbar, dass es unbedingt geliebt und angenommen ist? Wenn es doch gleichzeitig weiß, dass es eigentlich nur deshalb lebt, weil es bestimmte Kriterien erfüllt hat. Das ist zumindest aus der Perspektive des christlichen Menschenbilds eine berechtigte Anfrage an die Präimplantationsdiagnostik. Es gibt noch weitere Elemente des christlichen Menschenbilds, die in diesem Zusammenhang eingesetzt werden können, eine wichtige Rolle spielen können. Das ist das Bewusstsein der Geschöpflichkeit, aber auch hier wieder die Korrektur an der blinden Machbarkeit oder
das Element der Verletzlichkeit des Menschen, dass wir, weil der Mensch verletzlich ist, Verantwortung für diejenigen haben, die besonders verletzlich sind. In der Bibel sind es dann immer die Waisen und Witwen. In unserer Zeit sind es vielleicht die Embryonen. Ein Zitat eines Moraltheologen, das ich Ihnen mitgebracht habe, bringt das, wie ich finde, sehr gut auf den Punkt. Die unverlierbare Würde jedes einzelnen Menschen ist prinzipiell unverrechenbar. Die eigene Existenz rechtfertigen zu müssen, stellt eine Überforderung jedes Menschen dar. Sie darf deshalb keinem Menschen zu irgendeinem Zeitpunkt seines Daseins zugemutet werden. Für unseren Kontext hieße das auch nicht, wenn er noch Embryo ist. Das Urteil über den Wert eines Menschen muss jedem menschlichen Forum entzogen bleiben, weil dieses Urteil immer schon von Gott her ergangen ist. Und man kann hier darauf verweisen, dass dieser Rückgriff auf die Gottebenbildlichkeit in diesen Diskussionen eine ideologiekritische Funktion übernehmen kann. Nämlich immer, wenn das Leben wegen einzelner Vorzüge geachtet wird, kann man aus der Perspektive des christlichen Menschenbildes darauf verweisen, dass es das ideologieeinfällig und ideologiegefährdet. Das wäre jetzt eine grundsätzliche Stellungnahme gegenüber der Position, die den Menschen verfügbar macht und von daher die Präimplantationsdiagnostik rechtfertigt. Jetzt könnten in dieser Diskussion ja die Befürworterinnen und Befürworter der Präimplantationsdiagnostik sagen, interessiert mich nicht, das gilt nur für diejenigen, die dem christlichen Glauben angehören, es gilt nur für diejenigen, die zur Kirche gehören, für mich gilt das nicht. Deshalb ist es wichtig zu zeigen, dass diese Argumentation durchaus mit einer Begrifflichkeit vertreten werden kann, die in der öffentlichen Diskussion unabhängig von der Weltanschauung Plausibilität hat. Und der Begriff, der sich dafür anbietet, oder die Übersetzung, die sich dafür anbietet, ist der Begriff der Menschenwürde. Bevor ich darauf im Einzelnen noch eingehe, ganz kurz. Das Bild, so sieht der Embryo aus. Vielfach vergrößert. Und wenn Sie sich dieses Gebilde anschauen, dann wird natürlich nachvollziehbar, dass man zunächst einmal auf den ersten Blick sagen würde, der sieht nicht so aus wie ich, der hat eigentlich gar nichts mit mir zu tun. Warum sollte dieses Gebilde tatsächlich unter der Würde oder dem Anspruch der Würde stehen? Das kommt jetzt auf den Menschenwürdebegriff an. Den Menschenwürdebegriff, den wir sonst klassischerweise verwenden, ist der kategorische Menschenwürdebegriff. Der steckt auch im Grundgesetz. Kategorisch heißt ohne Einschränkung. Zunächst einmal kann man fragen, warum soll eigentlich dem Menschen eine kategorische Würde zustehen? Eine nicht einschränkbare, nicht relativierbare Würde, Unantastbarkeit. Die philosophische Begründung arbeitet an dieser Stelle mit der Vernunft. Sie sagt, der Mensch ist das einzige Wesen, das über Vernunft verfügt. Das verschafft ihm einen Sonderstatus. Und dieser Sonderstatus bedeutet, er darf nicht verrechnet werden, instrumentalisiert werden. Warum verschafft dem Menschen die Vernunft einen Sonderstatus? Wenn ich diese Frage in Seminarkontexten bespreche, also wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitdiskutieren, dann ist es immer nur eine Frage der Zeit, bis an dieser Stelle jemand sagt, ja Moment, das mit der Vernunft und dem Menschen, das ist doch gar nicht so ausschließlich. Ich habe eine Katze und die ist viel schlauer, als Sie denken. Oder ich habe einen Hund, der kann Dinge, das glauben Sie gar nicht. An der Stelle wird häufig damit argumentiert, dass man sagt, Rationalität ist doch durchaus auch im Tierreich vorhanden, nachweisbar. Ja, oder
In jüngster Zeit sind die Raben, glaube ich, gerade irgendwie auf der Hitliste ganz oben. Liest immer wieder darüber, wie klug die Raben sind und was sie alles können und wie sie sind. Ist das wirklich vergleichbar mit dem, was wir am Menschen als Vernunft kennen? Sie kennen vielleicht dieses Experiment, das zu Beginn des 20. Jahrhunderts durchgeführt wurde, in dem ein Berliner Zoologe nachweisen wollte, dass Schimpansen auch über Vernunft verfügen. Und er hat diese Schimpansen in einen Raum eingesperrt und unter die Decke Bananen gehängt. Und dann hüpfen die erstmal und sehen, die kommen da nicht rein. Und dann sehen sie da liegen Stöcke rum und dann schmeißen sie mit den Stöcken und das klappt auch nicht. Dann sehen sie, da stehen Kisten rum, dann steigt einer mal auf eine Kiste und hüpft dann. Lange Rede, ja, irgendwann kommen die auf den Trichter, sie bauen die Kisten aufeinander, stecken die Stöcke ineinander, kommen an die Banane. Ist das wirklich ein Beweis dafür, dass Schimpansen im selben Sinne über Vernunft verfügen wie die Menschen? Das ist es nicht. Diese Form von Rationalität, die im Tierreich durchaus vorhanden ist, bezieht sich immer auf die Frage, wie erreiche ich bestimmte Zwecke mit verschiedenen Mitteln? Und da sind die Tiere durchaus erfindig. Aber das ist nicht das, wovon wir reden, wenn wir von Vernunft reden. Wenn wir von Vernunft reden, meinen wir, dass der Mensch das einzige Wesen ist, das sich Gedanken über die Ziele macht. Das heißt, um bei diesem Schimpansenbeispiel zu bleiben, dieses Schimpansenbeispiel hätte erst bewiesen, dass Schimpansen auch über Vernunft verfügen wie die Menschen, wenn ein Schimpanse sich in eine Ecke gesetzt hätte und angefangen hätte zu philosophieren, warum jetzt eigentlich die Bananen so wichtig sind oder irgendwie so etwas. Dann hätte er über die Ziele nachgedacht. Das heißt, das, was den Menschen charakterisiert und was ihn tatsächlich in dieser Sonderrolle aus dem Tierreich heraushebt, ist seine Fähigkeit, nicht einfach nur besonders findig vorgegebene Ziele zu erreichen, sondern sich Gedanken über die Ziele zu machen. Und das macht ihn zu einem moralischen Wesen. Weil dann ist er dafür verantwortlich, welche Ziele er verfolgt. Das legitimiert die Sonderrolle und das legitimiert die kategorische Menschenwürde. Wenn ich diese Menschenwürde kategorisch anwende, kategorisch verstehe, dann muss ich eigens zeigen können, dass sie auch für den Menschen in seiner allerersten Phase gilt. In der Phase, in der er rein empirisch noch gar nicht über Vernunft und freien Willen verfügt. Das heißt, ich muss zeigen, dass Menschsein und Personsein zusammenfallen. Ja, Sie erinnern sich, wir haben vorher darüber gesprochen, dass Positionen, die den Embryo verfügbar machen, zu zeigen versuchen, dass Menschsein und Personsein nicht identisch sind. Und wir haben die Argumente kritisch diskutiert und haben gesehen, so ganz überzeugend ist das nicht. Aber das genügt noch nicht, um zu sagen, also gilt die Menschenwürde von Anfang an. Wir müssen auch noch eigenständig positiv Argumente formulieren, die das begründen. Es gibt drei Argumente, die in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle spielen. Das ist die Kontinuität, die Identität und die Potentialität. Alles drei bezieht sich auf den Embryo. Die Kontinuität bezieht sich darauf, dass die Entwicklung des Menschen kontinuierlich verläuft. Dass es in der Entwicklung des Menschen keine Brüche gibt. Ich habe das vorher schon kurz erwähnt. Die Embryologie sagt das auf der biologischen Ebene. Das finde ich ein wichtiges Indiz, aber wenn wir ernst nehmen, dass das technische Wissen die ethischen Fragen nicht beantwortet, da kann ich an der Stelle nicht mit der biologischen Kontinuität argumentieren. Ich sehe aber auch bei der Entwicklung des Menschen als Person eine kontinuierliche Entwicklung. Wir sind immer der eine Mensch
in unterschiedlichen Gestalten. Und die Gestalt, ja, wo mich das einholt, ganz konkret, persönlich, ist, wenn ich alte Fotos angucke. Dann denke ich mir immer, oh, so viel habe ich eigentlich mit ihm auf dem Foto mit langen Haaren und dürre Erscheinung nicht mehr zu tun. Aber trotzdem ist mir klar, das bin ich in einer anderen Gestalt. Und wenn ich diese kontinuierliche Entwicklung ernst nehme, dann muss ich diese allerersten Phasen mit einbeziehen. Im Übrigen dann auch die Phasen, an denen gegen Lebensende die empirischen Phänomene sich verändern, wenn Demenz einsetzt beispielsweise. Also diese Kontinuität der Entwicklung jedes Einzelnen, nicht nur auf der biologischen Ebene, ist ein starkes Argument zu sagen, Menschsein und Personsein darf ich nicht trennen, und dann gilt die kategorische Menschenwürde auch von Anfang an. Auch das Argument der Identität spielt in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle. Es ist, wenn Sie so wollen, eigentlich die Entsprechung zu der Kontinuität der Entwicklung. Das ist es eine Identität, die sich durchzieht. Und schließlich das dritte Argument, das man in diesem Zusammenhang einsetzen kann, um zu sagen, ich kann nicht Menschsein und Personsein trennen, ich muss von Anfang an den Embryo, den Menschen, wie eine Person behandeln, argumentiert mit der Potentialität. Potentialität bedeutet, der Embryo kann im Moment Vernunft noch nicht einsetzen, aber potenziell ist er ein Wesen, das Vernunft einsetzt. Jetzt klingt das erstmal so, als ob ich zugeben würde, dass er jetzt doch nicht Person ist, doch nicht über Vernunft verfügt. Ja, potenziell Person heißt, er ist jetzt noch nicht. Wenn ich Ihnen sage, potenziell haben Sie Ihr Abitur, dann weist Sie das sehr schmerzhaft darauf zurück, dass Sie es noch nicht haben. Das heißt, ich muss an der Stelle realisieren, er ist potenziell Person, meint eine andere Potentialität. Wir verwenden den Begriff Potentialität meistens in diesem Zusammenhang. Der Möglichkeit nach ist das durchaus drin, aber es ist eben noch nicht leer. Gilt das für den Embryo? Nein, für den Embryo gilt ein anderer Potentialitätsbegriff. Für den Embryo gilt der Potentialitätsbegriff des Vermögens. Der bringt schon alles mit, um als vernünftiges Wesen zu leben. Und das muss er nur noch entfalten. Diese drei Argumente machen die Position stark, die kategorische Menschenwürde auszudehnen und den Embryo mit einzubeziehen. Heißt das, die Moraltheologie, die katholische Theologie, die katholische Kirche entzieht sich jeder Form von Güterabwägung? Nein, das tut sie nicht. Es gibt durchaus Bereiche, in denen sie bereit ist, eine Güterabwägung vorzunehmen. Ich habe nur zwei genannt. Die Genanalyse, wo sie sagt, okay, unter bestimmten Umständen ist die Genanalyse als neue technische Möglichkeit gerechtfertigt angesichts der Güter, die sie schafft. Sie ist ja nicht unproblematisch. Ja, ich schaffe ja auch Risiken damit. Oder auch die somatische Gentherapie, die vor vielleicht schon fast 30 Jahren uns beschäftigt hat. Damals hat uns die Forschung auch 100 Dinge von der somatischen Gentherapie versprochen. Das ist alles im Sande verlaufen. Und damals hat die Diskussion gezeigt, okay, angesichts der positiven Möglichkeiten, angesichts der Güter, die uns die Technik an dieser Stelle verspricht, ist die somatische Gentherapie, also der technische Eingriff in die genetische Zusammensetzung eines Menschen, moralisch legitim. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist zu zeigen, dass diese Güterabwägung allerdings ihre
Grenze da hat, wenn ich anfange, den Embryo zugunsten irgendwelcher Güter, die mit ihm erreichbar sind, abzuwägen und zu instrumentalisieren. Aber ich bin gerne bereit, mich auf eine kontroverse Diskussion einzulassen und bin auf jeden Fall gespannt zu hören, was Sie darüber denken. Vielen Dank.